Ihr habt doch letztens sicherlich mein letztes Video gesehen. Und wenn nicht, dann guckt euch jetzt an. Ich gehe jetzt erstmal Kartoffeln schälen. Ach, was ist das denn? Das ist immer wieder witzig. Ich sag in den ersten 5 Sekunden des Videos erstmal so, es wird mal wieder Dislikes hageln. Mann, da geht doch 100.000 mehr, verdammte Scheiße! Seit neuestem muss ich mir auch solche Kommentare durchlesen. Lass doch jeden machen, was er will, verdammte Scheiße, Mann! Armer, lass doch jeden machen, was er will! Lass doch jeden machen, was er will! Was ist denn bei dir kaputt? Du schaust auch nicht besser aus! Klar ist das scheiße, aber Junge, was laberst du? Was laberst du? Jeder kann machen, was er will! Und wo er Bock hat! So eine selten dämliche Aussage habe ich ja noch nie gehört. Am Ende mache ich ja nur ein Video, wo ich meine Meinung darüber preisgebe, die du sogar mit mir teilst. Aber dann sagst du natürlich, jeder kann doch machen, was er will. Was ist denn bei dir kaputt? Da kann ich ja... Digga, ich könnte dasselbe zu dir sagen. Ich sag doch nur meine Meinung. Was machst du mich denn so an? Jeder kann doch machen, was er will. Mein Gott, du hast dir mit dieser Aussage komplett selber widersprochen. Hey, sich dem IS anschließen und sich in die Luft jagen vor tausenden von Leuten, finde ich schon irgendwie asozial. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Aber jeder kann machen, was er will. Halt dein Maul! Wie du Hurensohn glaubst, dass du was Besseres bist, du dummer Bastard. Junge, du siehst aus wie ein Hurensohn, Alter. Wie hobbylos, du ehrenloser Huren... Ja, ab da hat er, glaube ich, vergessen, was er schreiben wollte mit seinem Fischgedächtnis. Hör auf mit YouTube und geh dich umbringen. Alles klar. Ich habe einfach mal das Gefühl, dass dieser Kommentar von einem 10- bis 12-jährigen kleinen Jungen stammt, der KS-Freak-Fan ist. Und vielleicht sogar auf den Videodays dabei war und dieses Hurensohn gehört hat und dachte, hey, ist ja voll das coole neue Wort. Ich benutze es mal in meinem nächsten Kommentar. Also dieses Kommentar hat mal wieder null Aussage. Den einzigen, den du damit beleidigst, bist du selber, weil es einfach nur die Aussage beinhaltet, dass du blöd bist. Du hast keine Argumentationen, keine Sachlichkeit. Natürlich kannst du auch Beleidigungen mit einbeziehen, aber nicht, wenn es nur auf blöden Beleidigen basiert. Da wäre sowas wie Satire eher schon besser. Unkreativer kleiner Pisser, hältst dich für cool oder was? YouTube ist ein Hobby von mir, also bin ich schon mal nicht hobbylos. Ja, ich habe sehr viel zu tun, ich habe nicht so viel Freizeit, deswegen habe ich auch nicht eine Milliarde Hobbys. Ich kann ja halt nicht von Hartz IV leben, so wie deine Eltern. Vor allem kann ich den Sachverhalt gar nicht verstehen, dass du denkst, dass ich mich für was Besseres halte, nur weil ich meine eigene Meinung sage. Wie sieht das denn wohl im Alltag aus? Ja, irgendwie gefällt mir YouTube Deutschland nicht so. Du hältst dich wohl für was Besseres. Also sollten wir deiner Meinung nach nichts hinterfragen, alles so machen, wie wir wollen. Weil, nun ja, wenn wir unsere Meinung äußern oder vielleicht irgendetwas verändern wollen, dann halten wir uns ja für was Besseres. Wenn ihr unterbelichteten kleinen Pisskinder durch den Minecraft-Konsum einfach so verblödet seid, dass ihr Informationen innerhalb eines Videos einfach nicht auffassen könnt und sie komplett falsch wahrnimmt, dann guckt einfach weiter Minecraft-Videos. Vor allem finde ich es auch witzig, wie du Ehrenloser schreibst. Ehrenloser, das ist... Darauf muss man erstmal kommen. Also ehrenlos würde ich das nicht bezeichnen, einfach seine eigene Meinung zu sagen. Wenn ich solche Kommentare lese, fühle ich mich wie bei KuchenTV, nachdem die KS-Army einfach mal vorbeigeschaut hat und solche behinderten Kommentare hinterlassen hat. Da gibt's echt teilweise wirklich identische Leute. Was so kleine Pisskinder zwischen 10 und 12 einfach nicht checken, ist, dass deine Kommentare und deine Bewertung sowie dein Klick einen sehr hohen Mehrwert für mich bietet. Zwar nicht der Inhalt deines Kommentars, ja, den kannst du in die Tonne treten. Am ersten Tag war es auf keinen Fall so. Ich war da, ich glaube, der 4. oder 5. Und dann nach diesem ganzen Hate war ich auf einmal auf Platz 1. Leute, ihr könnt meine Videos einfach weiter haten. Das ist einfach ultra geil, denn dann werde ich einfach höher gerankt. Werde von Leuten gefunden, die vielleicht nicht ganz so dumm sind wie ihr. Jetzt nochmal die Schlussfrage an dich. Wenn ich hobbylos bin, weil ich YouTube-Videos mache, wie hobbylos bist du dann, wenn du so eine Scheiße bei mir kommentierst?